Hallo, hier sind wir wieder von 3byte TV bei DF1 vom Zelt. Wir grillen gleich und vorher wollen wir noch ein paar Fans einfach mal befragen, wie sie das Rennwochenende hier in Most bisher so fanden. So. Hallo ihr drei. Heute mal mit Kamera, wir wollen euch gerne mal interviewen. Wie gefällt es euch hier in Most? Es ist unglaublich, das ist mein erstes NASCAR-Rennen überhaupt und als Gast hier von dem Team ist unglaublich, die Leute hier sind toll. Du bist ja ein ganz besonderer Gast, du bist ja aus dem Behindertensport, kommst du? Kannst du dazu einfach mal ein bisschen was erzählen, was du da machst? Ja, ich mache Paraleichtathletik, genau, und da sind meine Spezialdisziplinen ab 800 Meter aufwärts eigentlich. Ja, und meine größten Erfolge waren, zurzeit bin ich Zweiter in der Weltrangliste über 1500 Meter in meiner Behinderungsklasse und ich habe auch mal den Weltrekord über 5000 Meter gehalten, der wurde mir aber mittlerweile, weggenommen, weil jemand anderes schneller war. Und wann war das? Also wie alt warst du da? Da war ich 15, 16, als ich meinen Weltrekord hatte. Genau. Und seit wann machst du das schon? Den Sport angefangen habe ich mit ungefähr 6 Jahren. Also schon ziemlich lange jetzt dann. Ja. Das hier ist sein Freund, der als Begleitperson quasi mit dabei ist. Wie gefällt es dir denn hier? Ich finde es auch super, vor allem die Autos, die Teams, alle nett, freundlich. Ich bin auch komplett schon ausgelaugt von heute, einfach vom vielen Rumlaufen und Sachen anschauen. Und ja, ist einfach super hier, das Wetter ist gut, die Leute sind gut, die Autos waren auch gut. Ja. Würdest du auch wieder nochmal zu so einem Rennen kommen wollen? Definitiv, auf jeden Fall. Du wahrscheinlich auch dann, ne? Auf jeden Fall, ich bin seit 2012 NASCAR-Fan, gucke jedes Rennen und ja, bei dieser Atmosphäre und vor allem diesem Team, da muss man auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Und dem Papa. Wie gefällt es denn dem hier? Ja, alles super. Nette Leute hier. Super Team. Tolle Fahrer. Also perfekt. Und das Wetter passt auch. Und noch. Das Wetter, natürlich.